Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Kingdom Come Deliverance Let's Plays. Keine Ahnung, warum ich das so ausgesprochen habe. Wir gehen jetzt erstmal wieder zum Henker hoch und beklauen den. Es ist nämlich dunkel und der Müller Peschek, der hat uns ja gesagt gehabt, so, jo, ich will den Ring. Dann waren wir oben, haben erstmal eine Leiche geschändet. Da war kein Ring. Dann haben wir uns wieder den Weg zurückgebahnt. Und dann hat uns der gute Peschek gesagt, so, jo, dann hat er wohl das Ding selber eingesteckt. Wie wär's, wenn du mal in seinen Truhen nachguckst? Und da es jetzt dunkel ist, könnte der ja eventuell schlafen. Und dementsprechend können wir ihm eventuell auch um den Ring erleichtern. Das wäre natürlich sehr geil, wenn da noch irgendwie was anderes Cooles abfällt. Ich meine, wir sind jetzt auch gerade relativ leicht. Das heißt, wir können viel einstecken. Der verliert sein ganzes Hab und Gut durch uns. So, hier hinten geht's lang. Ja. Ja. Zack, zack, zack. Ein paar Treppenstufen hoch. Und jetzt wird es Zeit, die Fackel wegzutun. Oh Gott. Absolut duster. Aber wir sehen noch was. Jetzt bloß nicht hier runterrutschen. Damit kann hier noch nicht vom Weg runter. Müssen wir noch ein Stückchen weiter. Da bellt schon ein Hund. Okay. Ich bin gerade voll im Schleichmodus, deswegen spreche ich gerade auch nichts. Hier ist sein Scheißhaus. Hoffentlich muss er jetzt nicht kacken gehen. Wir gucken mal kurz vor. Oh, wir haben kurz vor Mitternacht. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich bin gerade echt voll im Modus. Junge, der Hund ist ja absolut useless. Die beiden Hunde. Gott. Jetzt ein Schloss knacken, wenn das abbricht, ist für den Arsch. Wir sollten speichern, glaube ich. Das kann jetzt nämlich ganz schnell in die Hose gehen. Da ist mir gerade echt das Herz in die Hose gerutscht, ey. Ich habe schon gedacht, es bricht jetzt im letzten Moment ab. Ist sie das schon? Wo ist es?
Ich bin ja so. Scheiße, da ist nichts drin. Egal, nehmen wir alles mit. Ich sehe da nicht durch, das ist schlecht. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Da ist kein Licht. Gott, noch zwei Truhen. Hier ist niemand drin. Scheiße, hier ist aber auch keine Truhe. Bitte lass es die richtige sein und bitte lass es ein leichtes Schloss sein. Ich bin jetzt nicht Was greedy. zum... Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Alter, red doch nicht so laut. Ist noch ein Schwein. Junge, noch um die Schweine rumschleichen. Bis hier raus. Und schnell. Und aus dem Schleichmodus raus. Sehr schön. Das war doch eine richtig cleane Schleichaktion. Und wir haben den Henker um ein bisschen was erleichtert. Da war auch ein Kleid dabei und so. Das gibt eventuell ein bisschen Geld. So. Fackel wieder an. Und das wäre doch schon mal nicht schlecht. Ein Knüppel haben wir noch. Kann man vielleicht gebrauchen. Naja, in erster Linie werden wir den wahrscheinlich eher verkaufen. Weil alles, was wir hier eingeheimst haben, ist natürlich auch wieder einiges an Geld wert. Und Geld ist in dem Spiel echt gut, dass es einem leichter fällt, Sachen zu erledigen. Man kann zwar ganz viele Sachen so sneaky machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber es gibt halt auch viele Situationen, wo man wirklich haut drauf sein muss. Und dementsprechend müssen wir natürlich irgendwas auch richtig gut können, was kämpferisch gut ist. Ich bin ja in erster Linie immer fürs Bogenschießen. Weil ein Kampf gegen mehr als zwei Leute ist immer richtig ekelhaft. Und wenn da vier Leute sind und man zwei schon mit dem Bogen ausschalten kann, bevor man in den Nahkampf geht, ist es eigentlich immer sehr hilfreich. Na, das bringt einen gut voran. Na, und die Aktion vom Pischek, dass da nur ein Kupferring drin war, da kann man sich jetzt seinen Teil denken, warum das nur ein Kupferring war. So, du Drecksack, du wirst jetzt schlafen, aber ich werde dich jetzt aus dem Bett reißen. Dafür, dass das nur ein scheiß Kupferring war und der kein Pfifferling wert ist. Fackel natürlich ausmachen. Weil Fackel irgendwann verbraucht ist. Der Drecksack brennt oben, ne? Aufwachen. Gott sei mit dir. Echt? Dafür, dass ich dich geweckt habe, reagierst du so? Weiß ich nicht. Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kohelnitz zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Und ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir
heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Ja, das könnte nützlich sein. Würdest du mir gestohlene Ware abkaufen? Ich komme bestimmt irgendwann auf dein Angebot zurück. Ja, würde ich auch so sagen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Mal sehen, was wir da machen können. Mach's gut. Na, der hat 1K. Ich muss sagen, den Doll. Jo, krass. Hier gibt's ja richtig Zeugs. Was bist du denn? Ein Fertigkeitenbuch zum Thema Taschendiebstahl. Ja, ich habe ein bisschen was für dich. Das Hemd, das Kleid, den Filzhut, die Bunthaube. Und ganz ehrlich, du kannst dieses vergammelte Scheißzeug hier auch haben. Wenn du mir dafür echt noch Geld gibst, ist auch cool. Den Knüppel. Die Retterschnäpse, die interessieren eh keine Sau. Und wenn ich damit erwischt werde, dann ist halt so. Und ja, dann würde ich 31 erhalten. Dieses Fertigkeitenbuch juckt mich aber gerade echt in den Fingern. Deswegen packen wir das mal noch ein. Und wir haben ja Dietriche verbraucht, deswegen gibst du mir mal 5. Nee, das ist viel zu teuer. 1? Scheiße. Da geht ja niemals im Leben drauf ein. Ja, dann muss ich die leider rausmachen. Ich hoffe, ich hab noch ein Stück. Was mache ich mir denn Gedanken um Dietriche? Ja, gut, dann feilschen wir doch mal. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? Machen wir mal so. Ist das genug? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Das ist doch mal Sache. Wie wär's damit? Letztes Angebot. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja, dann komme ich dir halt. Da schlag ich zu. Auf die 50. Das sind immerhin 10 Groschen. Das ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, ja. Und da wir ja jetzt hier schön fresh sind, können wir auch direkt noch ein bisschen lesen. Wie werde ich ein guter Dieb? Erstmal hinsetzen. Ich will ein Buch lesen. Lesen. So, wir lernen. Deine Stufe für Fertigkeit lesen ist nicht hoch genug, um dieses "Ich kann noch nicht lesen". Scheiße, man sieht's auch. Also man kann es schon theoretisch hier lesen, was es ist. Ne? Da ist ein Phänomen, das auftritt, wenn sich ein Körper in Bewegung nahe einem anderen Körper befindet. Der nötige. Boah, das ist crazy. Kraftaufwand. Alter. Reibung? Reibung. Das erste Wort habe ich nämlich nicht gerafft. Reibung überwinden. Erzeugt vor allem Hitze. Das ist richtig. Ja, schade, dass ich noch nicht lesen kann. Dann stehe ich nochmal auf und dann räume ich mal meine Taschen zum einen wieder leer und zum anderen auch wieder voll. Und zwar nehmen wir unsere Rüstung wieder auf. Und dann packen wir irgendwas weg. Ja, das Buch. Das Buch verschieben wir. Die Würfel nehmen wir mal mit.
Ja, eigentlich brauche ich den ganzen Käse hier nicht. Den kann man hier mal lagern. Muss ich ja nicht mitschleppen. Ist cool, wenn man was davon hat. Aber wozu die ganze Zeit mit sich rumtragen? Und der Schlüssel, der wiegt ja nichts. Den können wir auf jeden Fall weiterhin dabei haben. Ich muss mal kurz meine Rüstung anlegen, dass ich eine bessere Übersicht habe. Hier, zack. Ist zwar echt ungemütlich, da drin zu schlafen. Aber passt. Aber unsere Geräusche waren halt auch echt ultimativ niedrig, also. Das war schon gut. So. Jetzt können wir öffnen. Alle? Ach so, was drin ist. Ich hab gerade wieder. Hä? Okay, Waffen. Was wollen wir hiervon reinpacken? Die Pfeile, das behalten wir alle, das passt. Rüstung, da haben wir nichts, was wir nicht anhätten. Nahrung. Die nehmen wir mit, und die kann man noch futtern. Und das nehmen wir auch mal mit. Der Ring des toten Mannes, den brauchen wir ja überhaupt nicht. Ah, nee, den muss ich ihm ja bringen, dem einen Typ. Stimmt. Die Schaufel will ich tatsächlich eigentlich gerne ein bisschen dabei haben, weil die kann man echt mal random irgendwo in den Boden hauen, wenn man so einen Vorsprung findet. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach eine Runde schlafen. Und dann machen wir morgen früh noch unser Kampftraining. Ja, komm, bis um 8. Ja, sagen wir bis um 8:30. So, wir sind noch relativ satt, wir haben noch Energie, aber wir können uns auf jeden Fall da an dem Topf noch was zu kahlen reinziehen, bevor wir gehen. Ja, gewinne das Turnier, wenn du kannst. Hä? Ich war doch gar nicht beim Dingens. Oh nein, es wurde nicht gekocht. Mann, was schläfst denn du so lang? Oder du da oben, bist du wenigstens schon wach? Ja, du bist am Schaffen, ne? Ja. Ja, komm, ich hüpfe ein bisschen neben dir und klimper. Wach auf. Ja, nee, scheiße. Dann esse ich doch mal eine Wurst. Ja, das habe ich mir gegönnt. Ah, ich habe was gesehen. Und zwar habe ich die noch nicht ausgerüstet, die beiden. Wenn wir jetzt da oben in den Kampf gehen, naja, ins Training, dann sollten wir doch ein bisschen was schon erledigt haben, indem wir ausgerüstet sind. Ah, warte mal, ich laufe doch an einem Trog vorbei. Da kann ich mich noch waschen. Ich hab's eilig, Peschek. Aus drin. Ich sehe zwar schon aus wie ein Kämpfer, aber ganz ehrlich, Heinrich kann noch keinen Millimeter kämpfen. Eieiei, was war das denn? Hier würde ein Trog stehen, glaube ich. Ja. Ja. Erstmal ein paar Hühner weggerannt. So. Sorry, muss los. Ich sollte mal ein bisschen hochgucken. So. Oh, ich bin sowas von aufs Pferd aus. Dieses Gelaufe ist echt eine Katastrophe. Warte mal. Warte mal. Ich bin hier oben doch schon vorbeigelaufen. Jo. Bin schon Brain. Da passiert ja jetzt auch nichts. Da habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil da viele Leute rumstehen. So.
Schnellreise ist ein super Tool. Das werden wir auf jeden Fall viel benutzen. Okay. Da steht jetzt der gute Roba. Ne, nicht Roba. Der heißt doch anders. Wie heißt denn der? Triggert jetzt hoffentlich nicht. Herr Bernhard. Ja, irgendwas mit Art am Ende. Aber ich würde sagen, mit dieser wunderschönen Aussicht können wir doch beenden. Oder was meint ihr? Ihr könnt mir leider nicht antworten. Deswegen gehe ich mal von stiller Zustimmung aus. Und ich würde sagen, ey, ihr könnt mir gerne ein Like da lassen, ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen. Wir werden auf jeden Fall hier weitermachen. Und ja, sonst kann ich nur noch sagen, euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya!